Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport FIFA und vermutlich fällt es euch schon auf, das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Ich habe einen Mod installiert, der die Tageszeit so ein bisschen in den Morgen macht. Entsprechend ist die Lichtstimmung jetzt eine ganz andere. Ja, das schaut jetzt so cool aus. Richtig geil. Und ich habe hier die Straßen angepasst. Das sind jetzt englische Straßen. Schaut ein bisschen besser aus als wie die alten und dann haben wir ein bisschen mehr Details. Aber ich feiere das so, dass wir hier wieder diese Morgenansicht haben. Hammer nice. Zum Beispiel hier, wenn man hier ein bisschen Dekor hat, das ist eine ganz spezielle Lichtstimmung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich glaube, den werde ich auch noch ein bisschen hier drin lassen. Da kann man noch ein paar schöne Fahrten machen. Zum Beispiel. Ah ja, bei dieser Brücke hier, ne? Was wir letztens in einer Folge gemacht haben. Da warten tatsächlich Leute. Ist ein bisschen schräg, aber okay. Suchen wir uns hier mal. Keine Ahnung, hier ist doch meistens viel los. Na ja, gerade das weiß ich mal nicht. Hauen wir mit dem mal mit. Hast du kein Sandmodell? Ah, das war das mit ohne Sandmodell. Beziehungsweise das, was hier ein bisschen so rumspinnen ist. Wir schauen mal aus vom Holzdepot. Oder die. Schauen wir mal da. Okay, komisch. Ich bin mir sicher, dass du einen Sound gehabt hast. Ach ja, was soll's. Dann halt zum Hauptbahnhof. Schauen wir uns mal das hier an. Ja, da geht's ein bisschen was ab. Ja, das schaut so viel besser aus jetzt hier. Nice. So hätte ich mal Screenshots machen sollen. Oh, da gehen gerade die Frames wieder im Keller. Warte, wieder ein Haufen Leute. Okay, was ich jetzt in der Episode gerne machen möchte. Also, irgendwann möchte ich mir hier den Link machen zwischen Stolberg und Hochheim. Und Hochheim nach Gestacht. Dann haben wir hier eigentlich quasi die komplette Runde gemacht. Dass wir hier wieder zurück nach Lion City kommen. Und ich würde sagen, wir machen den ersten Bauabschnitt zwischen Hochheim und Gestacht. Ich glaube, das mache ich wieder in Zeitlupe, dass ich hier, wir haben ja hier die 6 Gleise, dass ich die wieder hier schlau zusammenbringe auf 4 und dann mit dem Bahnhof hier verbinde. Das ist eigentlich eine amerikanische Zone, Penn Station, hat 4 Bahnsteige. Also 1, 2, 3, 4 auf der Seite. Der geht hier bis nicht ganz nach hinten. Und auf der gleichen Seite nochmal. Mal schauen, was ich mir da überlege. 2 Durchfahrtsgleise, dachte ich mir, machen wir da mal. Und das verbinde ich jetzt mal schlau. Und ich würde sagen, Zeitraffer ab.
Okay, liebe Leute, der Umbau ist fertig und ja, hier habe ich mal ein bisschen gebraucht, wie ich das hier richtig mache. Für jetzt im Moment würde ich sagen, ist es okay, dass wir hier von 6 hier auf 2 kommen, aber ich habe eben da mit 4 Gleisen am Anfang gespielt gehabt und ich bin da nicht so wirklich glücklich geworden. Ich denke, das ist jetzt okay, dass wir hier erstmal so zweigleisig fahren, wir können es dann immer noch erweitern und ich denke, ist okay so. Dass hier die zwei so aus einem Gleis jeweils kommen, hier eine Kreuzung und dann hier nochmal eine Kreuzung. Ja, ich bin zufrieden. Hier die Strecke an sich ist ja nicht wahnsinnig spannend und hier das Gleisvorfeld, da war der Gedanke, dass die Hauptstrecke halt wie gerade weitergeht und eventuell noch so ein Intercity hier reinfahren kann und hier die Regios halt rein und dann halt wieder auf die Hauptstrecke rauskommen. So ungefähr war der Gedanke. Und man kommt jetzt hier, wenn man auf den Gleis kommt, auf jedes dieser Gleise her und kann dann auch wieder schön rausfahren. Ich habe noch ein paar Oberleitungsmasten hier platziert. Das sind zwar nicht gleich die passenden wie hier, aber ich denke, es ist okay. Sie sind relativ ähnlich. Ja, ein bisschen dicker. Ist okay. So, Buslinie habe ich hier auch schon gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal das Busdepot an. Hatters Coachworks, Vehicle Body Repair Specialist. Okay, da steht sogar ein Bus hier drin. Was haben wir hier hinten drin? Ein paar schöne Oldtimer in schwarz. Nice, 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 nice. Okay, dann schauen wir mal. Was schickt man denn hier auf die Strecke? Was haben wir denn noch nicht? Sollen wir vielleicht... gehen wir mit dem Bus hier. Das sieht noch witzig aus. 5 Busse. Hochheim Linie 1. Na komm, du schaffst es. Das ist jetzt nicht gerade der komplizierteste Bus. Ah, je mehr ich hier baue, umso schlimmer wird es hier mit dem Laden. Ja, wenn du das jetzt abstürzen. Nein, das FIFA reagiert nicht mehr. Oh, bitte nein. Komm. Erhol dich, bitte. Danke, bitte. Oh je. Schaut gerade gar nicht gut aus. Sonst muss ich mal für die Zukunft merken, dass ich den Bus halt nicht mehr anwähle. So, da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich das Spiel wieder neu starten müssen. Also es ist nicht abgestürzt, es ist einfach nur hängen geblieben. Habe das nochmal durchgestartet, habe jetzt einen anderen Bus genommen, und zwar den hier. Und der funktioniert jetzt auch. Sieht eigentlich mal ganz schnuckelig aus hier. Älteres Modell zeigt auch die Linie an und das Ziel. Coole Sache. Ja, jedenfalls, der City Shuttle, den wir zwischen hier und hier gehabt haben, der ist ein bisschen veraltet, um jetzt hier noch eine Station zu machen. Müssen wir mal kurz schauen, wo unser Zug ist. Ich habe mir vorher gesehen, einer ist schon unterwegs. Ich möchte bei der Jungfernfahrt mitfahren. Ah, da ist er. Da ist er, ja. Ist auch schon ein bisschen mitgenommen. Und ich würde sagen, den werden wir jetzt austauschen gegen was Modernes. Und zwar die ganze Fliege, nur 29 Leute haben da Platz. Da haben wir ja unterschiedliche von denen auf die Strecke gesetzt. Und ich würde sagen... Ich erwarte das jetzt, das war Zug Nummer 40. Bearbeiten, dann Diesel. Aber wir könnten auch elektrisch machen. Irgendwas Modernes. Glas 156. 158. Warum eigentlich nicht? Da passen 80 Leute rein. Kostet 8 Millionen. Regional Railways Express. Das klingt doch gar nicht mehr so schlecht. So. Machen wir ein bisschen Geld hier. Gehen wir nochmal auf den. Höchstgeschwindigkeit war 145. Wie ist denn das bei denen? 120. 120. Ich überlege gerade, ob man. Was ist bei denen? Ah, 120. Kann man vielleicht mit denen ein paar unterschiedliche machen? Das ist klar, 150.
Warum eigentlich nicht? Gehen wir hier mit. Was nehmen wir denn da für eine Lackierung? Nehmen wir Scotch Vale. 12 Millionen. Andererseits, es ist so eine weite Strecke. Lass uns mit dem da fahren. Railways Express ändern. Ah, oh, bitte schmier mir jetzt nicht ab, nur weil ich jetzt das gemacht habe. Yes. Okay. Ja, sieht natürlich viel moderner aus. Oh ja. Inklusive Zielanzeige. Und schau mal, wie das Soundmodell ist. Ich glaube, das kommt dem Original schon recht nah. Okay, jetzt ist da noch ein Sound dazukommen. Okay, dann schauen wir mal wegen der Plattformlänge hier, ob das hier passt. Ja, perfekt. Aber da hinten die Lichter noch an, das ist nicht so geil. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mit bei der Jungfrau. Warum sind wir jetzt hinten bei der Kamera? Ist ja dämlich. Gibt es auch eine Kamera mit vorne? Oh geil, da hätten wir sogar einen Führerstand. Geil. Innen drin. Warum eigentlich auch nicht? Ich werde nochmal ein bisschen weiterschalten, was wir noch haben. Außenansicht, Außenansicht, oben, unten und Fernkamera. Ah, das wäre jetzt endlich vorne. Nach Giesacht. Das ist jetzt so cool aus mit dieser Morgenstimmung. Nice. Schauen wir, was wir da an Geschwindigkeit erreichen. Da werden wir gerade noch die anderen hier austauschen. Mehr Kapazität haben. Ja, das ist wirklich das Gefühl, die Sonne geht gerade auf. Ja, wirklich viel Schmackes hast du, aber nicht, ja? Ich mach da mal einen Screenshot. Also. Okay, das ist dann die erste große Kurve. Nochmal eine gerade und dann sind wir auch schon da. Da ist unten unser Hochbahndepot, was man in der Ferne noch sieht. Ah, oh, der nächste Legio. Boah, die schauen echt schon fertig aus. Ja, ja, ja. Spannend, wie der Bahnhof aussieht mit der Lichtstimmung. Also wenn man hier so drin fährt. Hey, 136. Wird doch. Braucht nur 10 Kilometer, bis soweit ist. Ah, jetzt wird schon gebremst. Ah, ich höre gerade schon wieder den nächsten hier. Der wartet, dass wir jetzt da reinfahren. Ja, mega nice. Und da mit der Hochbahn. Ah, cool. Autosave, du hast immer so ein schlechtes Timing. Oi, da stehen aber einige Leute. Da ist die Circle Line hier. Ja, relativ gut besucht hier. Cool. Passt. Dann würde ich sagen, werde ich noch mal ein bisschen Geld sparen. Damit wir hier noch die anderen austauschen können. Und irgendwas sollten wir uns mal mit der Straße hier überlegen. Hier tut es ganz schön staunen. Also teilweise stehen die bis hier hinten noch. Ja, ist ja doch recht oft zu hier, ne? Okay, also, oh, 13 Minuten. Könnt ihr den nächsten austauschen?
Schauen wir mal, Linie hier, dich austauschen. Diesmal nehmen wir den normale Uni-Express. Schauen wir uns den mal an. Ah, der steht gerade hier unten. Naja, schaut ziemlich gleich aus. Okay. Dann nehmen wir mal den hier. Du wirst dann sein Railway Express Cotrail. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Ein bisschen Vorspul. Das hat man eigentlich recht schnell drin haben. Yes. Okay. Schauen wir uns mal den an von der Lackierung. Au, ist eigentlich ein wieder Schriftzug, der anders ist. Okay, nachdem wir jetzt so viel Kapazität haben, glaube ich, können wir uns die anderen beiden hier sparen. Ey, Moment mal, jetzt habe ich einen zu viel gelöscht. Okay. Gut, haben wir jetzt einmal die gleichen. Ist ja auch egal. Coole Sache. Hier 20 Leute. Schauen wir mal mit der Statistik hier aus. Dürfte es schon mal nach oben gehen. Ja, tut's. Ist sogar am Anfang nach unten gegangen. Sehr interessant. Okay. Haben wir eigentlich hier sinnvolle Industrien? Ne. Nö. Ah, gut, vielleicht hier oben. Könnten wir uns noch was überlegen. Ich habe mir überlegt, ob wir hier noch eine kleine Eisenbahnverbindung machen für Benzin darunter. Dass Stolberg hier ein paar mehr Leute kriegt. Andererseits, ganz zu viel will ich hier auch nicht haben, weil wir hier ja eingleisig fahren. Das wäre dann ein bisschen zu viel für die Strecke. Wir könnten jetzt noch den Service, der zwischen hier und hier pendelt, hier runter pendeln lassen. Aber jetzt was, das machen wir jetzt einfach mal. Das ist der City Shuttle 1, glaube ich. 1, 2, ja genau. Dann lassen wir es auch mal da runter pendeln. Und wieder hier rauf. Und was hast du jetzt für Zug 36? Wo hast du jetzt ein Problem? Tu doch einfach wenden. Okay. City Shuttle. Wie fährst du? Ach, der fährt hier unten rein. Und fährt hier jedes Mal aufs gleiche Gleis. Da bin ich jetzt gar nicht mal so unglücklich, weil auf dem Gleis fährt der HST rein. Und da muss er nicht warten. Und hier auf dem Bahnhof, wo bleibst du da stehen? Ebenfalls da beim Regionalgleis. Wie viele Fahrzeuge haben wir da? Bei City Shuttle 1, 2, 3, also 5 insgesamt. Auf die ganze Distanz verteilt, ja, warum eigentlich nicht? Dann haben die da 2 City Shuttle, die sogar hier stehen bleiben und können dann entweder hier nach Düsseldorf oder halt nach Riedberg. Und Riedberg, da haben wir echt ein Personenproblem. Circle Line 185, da geht aber was ab hier. Riedberg Linie 1. 110 Leute. Was sind hier? 160 Leute. Was ist denn hier falsch? Halle, die Waldfee. Was haben wir hier für Fahrzeuge? Riedberg, Linie 1. Das sind recht gute Trams unterwegs. Tun wir mal. Ah, ich habe wieder kein Geld. Okay. Da sieht man das mit der breiten Straße. Ich glaube, mit der Trennlinie hier in der Mitte. Das sieht wirklich schön aus. Okay, vielleicht sollte man. Wird sich da auch eine U-Bahn rentieren? Irgendwie von da. Da ein Haltepunkt, da ein Haltepunkt. Hier. Mal wieder runter und wieder so. Wenn hier so der Mega-Demand ist. Nee, ist das ein bisschen zu klein für die U-Bahn. Könnt ihr höchstens. Ja,
Ja, man könnte es vielleicht mit einer Hochbahn probieren. Wobei, na, ich glaube, es wird eher Straßenbahn werden. Dass wir das hier weiter ausbauen. Okay, ich lasse mal weiterlaufen und dann haben wir wieder Geld und dann überlege ich mir, was wir hier machen. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, ich denke mal, ich habe unser Problem gelöst. Ich habe die jetzt alle ausgetauscht gegen die BE48 und 44 Mirage. Also hier mit Anhänger, das ist die längste Variante. Kapazität für 65 Leute. Und das scheint jetzt funktioniert zu haben. Jetzt haben wir halt zwar nicht mehr diesen schönen Mix mit den unterschiedlichen Trams. Aber ja. Dafür kommen hier die Leute ein bisschen besser von A nach B. Ah, ich mag diese Kameraansichten. Auch wenn manche davon, so wie die, ein bisschen schräg ist. Aber es hat schon was. Ich muss echt sagen, immer wieder. Diese Lichtmod ist mega nice. Gibt es eigentlich hier auch einen Führerstand? Wir können hier drin sitzen. Ah, es funktioniert aber so semi-gut. Oh, da kommt die nächste gerade vorbei. Nice. Wo ist der Führerstand? Ich dachte, da gäbe es doch eine. Komm. Okay, vielleicht habe ich schon wieder verstellt. Ist ja auch egal. Okay. Also hier haben wir jetzt noch 22, 33. Das geht. Bahnhof ist jetzt noch einiges los. Das sieht die Shuttle 1. 310. Holla, die Waldfee. Brauchen wir da noch ein paar mehr Wagen hier? Schicken wir da... Okay. Wo hat der jetzt gestartet? Na, es war jetzt ja nicht der. Aus welchem Depot kommt denn der eine jetzt? Bin ich jetzt doof? Ach, hier. Du startest bei Düsseldorf. Okay, dann hast du noch einen Weitweg, aber okay. Also, ja, hier dann Depot. Sie ist einzige. Man könnte jetzt sich schnell überlegen, ob man vielleicht hier, vielleicht wenn wir hier so einen Abzweig machen, ob man hier nicht so eine, oder, viel besser. Hier so rein, so eine kleine Abstellung machen und hier auch Depots gerade reinstellen. Müssen wir zwar den Part hier nochmal neu machen, aber das wäre doch vielleicht was. Könnte man eigentlich in der nächsten Episode machen, dass wir hier so eine Abstellung machen. Oder ne, wisst ihr was? Das mache ich jetzt noch. Ich mache mal schnell ein Speedbuild, dann machen wir hier eine kleine Abstellgruppe, damit hier die Regio-Service theoretisch parken können. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Okay, liebe Leute, der Umbau ist abgeschlossen und ich glaube, das Gleisverfeld sieht doch richtig gut aus. Also hier haben wir unsere Abstellungen mit 3, 4, 5, 6 Gleisen. Stehen ein paar Züge schon, ein paar DMUs, da ein paar eine E-Lok und eine Diesel-Lok, die vielleicht mal für Notfälle mal hier steht. Zwei sind noch frei und man kommt hier überall hin. Das wenn die hier dann rausziehen, fahren die dann gerade raus. Beziehungsweise ihr könnt dann hinter Signal fahren und dann hier wieder rein in den Bahnhof. Ja, hab noch ein bisschen Grünzeugs und ja, Bips und Bobs da so hingestellt, damit es nicht ganz so leer aussieht. Also mir gefällt es, sieht wirklich gut aus. Vor allem mit dieser Lichtstimmung. Ich feiere das total. Okay. Ja, das soll es aber gewesen sein mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da oder vielleicht einen Kommentar oder sogar ein Abo. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Bis denn dann, gute Fahrt.